Hallo Leute, und es geht weiter mit Decay the Mare. Und wir lassen uns jetzt überraschen in der zweiten Folge der ersten Episode, wo es denn jetzt hingeht. Oh, vielleicht sollte ich einfach noch hier bleiben. Das hat mich jetzt... Wieso klatscht da dieses komische Vieh? Der erinnert mich immer... Oh, an was erinnert der mich? So ein bisschen an die Aliens aus Science. Und aber noch welche Aliens. Noch so eine Dinger, die so auf einmal einen erschrecken. So ein bisschen halt Akte X-Flair. So, und das finde ich sehr, sehr unheimlich, muss ich gerade sagen. Also, ganz am Anfang, da war ich noch gar nicht so richtig drin im Spielen. Als das Vieh dann auf einmal da so hinter einem war, dachte ich so, okay, geht direkt los hier. Aber das jetzt war so ein bisschen, ja, man ist die ganze Zeit zu konzentriert. Wo geht's jetzt hin? Man gewöhnt sich dran, dass jetzt nicht viel passiert. Das ist jetzt schon doch auch gruselig. Jetzt ist die Frage geradeaus. Okay, geradeaus. Hoffentlich kommt das Vieh jetzt nicht. Okay, ich soll die Tür nehmen. Kommt er jetzt hier wieder? Diese Ringe auch immer. Das ist so komisch. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Denn wir sollen ja hier hin. Du musst dich in diesem Raum weiter umschauen. Ja, dann... Ich komme nur da irgendwie nicht ran, ne? Ich habe ja nichts. Können wir da die Münze irgendwie? Nee. Können wir die Münze vielleicht für das andere? Für das hier? Sollen wir da jetzt einfach wild rumprobieren oder was? Ist ja auch ein bisschen komisch. Griff benutzen. Nichts passiert, wäre jetzt voll Zufall gewesen. Tja. Du musst einen Hinweis für dieses Rätsel finden. Vielleicht die Münze haben wir noch nicht angeguckt. Münze 1 von 5. Haben wir einen Hinweis für einen Code? Können wir hier das vielleicht... Code benutzen oder so? Das wäre sehr, sehr blöd, wenn das jetzt hier irgendwie ein Code wäre, wo man die Buchstaben noch irgendwie umrechnen muss in Zahlen. Ja, es wäre sehr doof und da hätte ich gar keine Lust zu. Ja, ich soll einen Hinweis finden. Ist er denn aber auch in diesem Raum? Meine Damen und Herren, oder eher nicht? Das ist hier die Frage. Hier den Stuhl, kann ich den angucken? Ist der Hinweis vielleicht da beim Ventilator? Kann ich mich hier noch weiter... Ach, ich kann mich ja hier noch nach links drehen, aber hier, hier ist doch nur die Tür. Da ist doch nichts. Nee, ich kapiere hier nicht so richtig, was ich jetzt hier machen soll. Ich soll einen Hinweis hier finden, aber... Ich mach die mal alle auf Null. Null. So. Das ist die Nullreihe. Nichts passiert. Ich glaube auch eher, dass das... Da muss richtig ordentlich Zahlen eingegeben werden. Verwenden. Nein. Nein. Ist hier bei dem Foto noch irgendwas? Da hat das... der Sam, oder wie der nochmal heißt, der hat ja da das andere abgenommen. Jenny was tired of the city life. Nee, lass mal. Kombinieren. Ach ja, können wir ja auch, stimmt. Jenny was tired. Ja, Jenny war es echt. Jenny hatte echt keinen Bock mehr. Auf ihr Alltagsleben. Ja, ja, ja. Was kann ich denn jetzt hier mal machen? Ich will das Brett benutzen, aber das geht nicht. Ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Ich bin überfragt.
Wenn ich jetzt hier wieder rausgehe, werde ich dann wieder zurückgeschickt? Also muss ich das jetzt hier schaffen können? Ja, anscheinend schon. Toll. Oh Mann. Ich weiß aber nicht wie. Ich bin so blöd. Ist die Frage, ob ich hier beim Ventilator was machen soll oder nicht. Ich glaube eher, dass wir das mit dem Code schaffen sollen, aber... Man kann ja lange rumprobieren, ne? 1, 2, 3, 4. Ganz lustig. Schade, nichts passiert. Ist hier irgendwie ein Hinweis mit einer Zahl irgendwo zu sehen? So zum Beispiel würde ja ein Datum gehen, weil das ja hier genau ein vierstelliger Code ist. Jenny was tired of the city life. She decided to. Aber hier stand doch auch nirgendwo ein Datum, oder? Live alone in a house in the woods, outside of town. Steht hier irgendwo ein Datum, ein Hinweis? Nicht, dass ich ihn sehen würde, jedenfalls. Untersuchen. Ja, toll. Ein Griff vom Vorschlaghammer. Bleibt eigentlich nur noch das Ding hier. Und da checke ich nicht, was das mit den Zahlen auf sich haben soll. Die Kratzer sind jetzt aber auch keine Zahl, oder? Ich glaube nicht. Das kapiere ich nicht. Vielleicht müssen wir den Hinweis auch noch in einem anderen Raum finden. Und das Fragezeichen sagt nur, hey, hier sollst du es machen, aber... weiß auch nicht. Kannst du mal hier runter gehen? In den schummrigen, dunklen Ort? Es ist zu dunkel, da möchte ich auf keinen Fall rein. Ich schaue mich lieber hier in diesem blutigen, merkwürdigen Haus um. Ich latsche jetzt hier einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Da war ja das eklige Vieh, das lassen wir mal. Der blaue Raum. Ich nenne ihn jetzt mal den blauen Raum mit dem Ring. Ja, da kann man bestimmt später noch irgendwelche Sachen hinstellen oder so. Da war jetzt aber, warte mal. Oh ne, jetzt bin ich wieder zurückgegangen. Naja, ich wollte wissen, ob da eine Schublade ist. Egal. Da war bestimmt keine. Ist hier noch irgendwas? Haben wir nicht was übersehen? Schickt mich immer wieder hier zurück in den anderen Raum. Es ist so kacki. Mache aber konsequent das Gegenteil. Muss doch irgendwie einen Hinweis geben. Die zwinkern. Das muss doch auch irgendwas bedeuten. Ist ja eigentlich nicht normal. Aber wenn man ein paar Tabletten geschluckt hat, dann vielleicht schon. Ziegelsteine? Mysteriöse Ziegelsteine? Aber eigentlich... Eigentlich sollte das Fragezeichen das Schlaue ja wissen, dass wir jetzt keinen Hinweis haben, ne? Teddybär, Teddybär, dreh dich um. Was können wir denn damit mal machen? Ich möchte den gerne aufschlitzen, den Teddy, und gucken, ob was da drin ist. Können wir aber nicht. Dann nicht. So. Oh,
hier jetzt noch was? Das war doch der Fotoraum. Warum? Das ist gruselig. Ist jetzt noch was in der Schublade? Ich mag sowas nicht. Warum ist der Tisch jetzt kaputt gegangen? Das ist nicht in Ordnung. Ich gehe wieder schnell raus. Es spukt hier. Ich mag das doch hier nicht. Wir sollen wieder geradeaus gehen, ne? Aber ich habe ja auch nichts gefunden. Es hat einfach nur gespukt. So ein Scheiß. Jetzt sind wir wieder hier. Oh, toll. Und wenn wir hier einfach nochmal runtergehen? Kleiner Sam. Oh, bin ich hier wieder, ne? Ich dusel. Ich wollte ja nicht zurückgehen. Bei den Augen ist das immer. Bei den Augen ist der doofe Raum. Mit dem blöden Ring. Aber wir kriegen doch never ever den Code einfach so raus. Ist doch merkwürdig. Verschlossen. Blut auf dem Schloss. Irgendwo muss doch hier eine Zahl stehen. Einfach nur eine Zahl. Das wäre doch schon mal was. Die rote Tür. Waren wir hier schon? Ich glaube, ganz, ganz am Anfang waren wir hier. Hier kommen wir nicht mehr durch. Hinter uns ist das zugegangen. Hier sind wir nämlich hergekommen. Aber so richtig umgeguckt hatten wir uns hier auch noch nicht, ne? Aber hier ist wohl anscheinend auch nichts. Da ist nur das Vieh da draußen. Ist ja egal, ne? Zeit ist eine Illusion. Zeit existiert gar nicht. Ist auch immer irgendwie komisch, wenn man auf einmal von der anderen Seite kommt. Ist immer so ganz anders und so. So, und jetzt soll ich mich hier umschauen. Oh, ist voll interessanter Raum. Hier gibt es ja auch voll viel Hinweise. Das muss doch hier irgendwie was sein. Da muss es doch was geben. Ich werde das Rätsel jetzt herausbekommen. Nehme mir das fest vor. So. Das kombinieren mit Münze. Foto. Es war doch so gut durchdacht. Verdammt. Das kann ich hier nicht verwenden. Dann verwende deine Todesliste. Da ist was beim Ventilator. Manno. Ich will das jetzt aber... Ich möchte keinen Cut machen. Ich möchte doch auch mal intelligent sein. So, jetzt... Dann... Ganz Standard. Zwar nicht dreimal, sondern viermal die sechs, aber... Egal. Nichts passiert. Dann machst du am Ende eine Null. Nichts passiert. Dann machst du am Anfang eine Null. Nichts passiert. Nichts passiert. Manu. Eine Jahreszahl. Es muss doch irgendwas geben. Voll der blöde Tipp. Guck dich um. Ja, schön. Ist vielleicht hier am Gitter noch was? Also nicht nur da was, sondern vielleicht auch hier unten irgendwas. Irgendwas, was man nehmen kann. Da ist was nah beim Ventilator. Ja, dann verwende doch mal deine schlaue Münze. Zum Beispiel. Jenny was tired of the city life. She decided to fulfill her dream. Ein Datum. Vier Zahlen, irgendwas. Outside of town. After a few weeks, she truly understood how much she loved. Vielleicht die Meteranzahl?
die hier in dem Ding, guck mal, hier 9 Meter, 9, 6. One night, before going to sleep, Jenny noticed something strange outside the house. It was difficult to see because it was so dark. But when she turned on the lights, steht denn hier noch sowas? She could clearly see a man standing next to the shed in the uncut grass. It was almost like he was observing her. 9 meters from the house. Hier sind 5 und 1. So, es geht um die Meter, ne? Guck mal, das könnte doch das sein. 9, 6, 1, 5. Na, wenn ich das mal nicht jetzt klug durchdacht habe, dann weiß ich auch nicht. Und die 9 gibt's ja auch. 9, 6, 5, 1. Oh Mann, das war jetzt voll schlau von mir. Komm, das machen wir nochmal. Vielleicht habe ich mich auch nur verguckt. She decided to fulfill her dream. Live alone in a house. 9651 habe ich gesagt. After a few weeks, she truly understood how much she loved it. She had found a place where she would grow old. 9615. Ich habe mich vertan. 9615 9615. Yeah! Yeah! Ich habe das Rätsel gelöst. Ja, das machen Wimmelbildspiele und Point-and-Click-Spiele. Und ich habe erst gedacht, ich muss jetzt einen Cut machen. Aber ich habe es rausbekommen. Voll toll. So, wir gehen zum Ventilator. Was habe ich jetzt eigentlich bekommen? Ich denke, das Ding ist hier hochgegangen. Habe ich jetzt was bekommen? Ich habe es noch nicht mitgekriegt. Hm? Hey? Was ist denn jetzt hier passiert? Da. Unten ist es hingefallen. Umschlag. Aufheben. Okay, du sagst nichts dazu. Dann nicht. Untersuchen. Ein blutbefleckter Umschlag öffnen. Ein blutbefleckter Schlüssel. Dann sollen wir bestimmt jetzt an die Tür, wo das ganze Blut ist. Das wäre ja sehr logisch, ne? Das machen wir jetzt mal gleich. Oh, das finde ich jetzt ja toll. Jetzt kommen wir voran hier in diesem merkwürdigen Spiel. Und beim Ventilator ist gar nichts mehr, oder was? Okay. Ja. Der ist wahrscheinlich oben, obwohl ich die ganze Zeit dachte, der wäre so geradeaus von der Person, so dass derjenige so durchgreifen möchte, aber es war wahrscheinlich oben und ist runtergefallen. So zu sagen, ja. Nee. So, wir suchen jetzt die blutbefleckte Tür. Ach nee, hier war das ja nicht. Time is an illusion. So, wir gehen nach da und dann gehen wir runter und zurück. Die ist ja sonst wo, die blutbefleckte Tür. Ja. Genau. Da ist die Hundetür. Da wollen wir nicht hin. Wir gehen mal hier runter. So langsam kriege ich den Dreh hier aber raus, ne? Mhm. Weiß doch genau, wie es hier zu vor sich geht. Die Klemmte, die ist es also nicht gewesen. Das ist die Schmetterlingstür. Er ist ein schöner Schmetterling. Jo. Dann doch nicht hier. Die Seitentür. War da die blutbefleckte Tür? Nein, hier war das Auge. Das Augenrätsel. Oh, jetzt komme ich hier aber doch durcheinander. Wo soll's denn mal hingehen? Fragezeichen. Sag mir, wo ist die blutbefleckte Tür? Direkt geradeaus. Oder was? Hä, ich soll doch hier nicht hin. Doch, ich soll hier hin. So. Hm.
Ist das die? Ach ja, mit dem Blut auf dem Schloss. Okay. Manchmal ist es einfacher, als man denkt. Klappt natürlich. Ja, das ist alles so ein bisschen abgewrackt hier. Fällt alles auseinander. Metallblock. Ach, den nehmen wir doch auch nochmal in unsere Handtasche mit. Den Metallblock. Was haben wir hier noch? Nix. Den gucken wir uns mal an. Untersuchen. Es ist der Kopf eines Vorschlaghammers. Oh, das können wir kombinieren. Zurück. Kombinieren. Tada! Nein. Dürfen wir aber nicht, aber wir haben den Vorschlaghammer und eine Errungenschaft für den Vorschlaghammer. So, jetzt können wir das Alienvieh töten. Aber hier ist auch nichts mehr, ne? Gut, dann, was können wir jetzt einschlagen? Alles, was klemmt. Oh. Was ist das? Aufheben. Ein Zettel. Ein Zettel. Untersuchen. Finde mich. Geradeaus, links, links, geradeaus. Dann machen wir das mal. Geradeaus, links, links, geradeaus. Geradeaus. Hat schon mal nicht geklappt. Geradeaus. Das klappt nicht, wie ich das hier mache. Das ist voll blöd. Nein. Hier sind wir auch wieder in unserem blöden Raum. Aber wir haben einen Vorschlaghammer. Wieso sollen wir nach da? Sollen wir nach unten? Ja, sollen wir. Okay. Nee, nee. Das hat irgendwie was von The Ring gehabt mit dem Stuhl und dem Psst und. Jetzt fehlen nur noch diese Geräusche von The Ring. Haare kämmen. Ja, okay. Das ist ein bisschen gruselig hier. Und wir können hier eh nicht durch, weil es ja immer noch zu dunkel ist. Jetzt werde ich doch langsam ein bisschen nervös. Ah, ist okay. Ich bin nicht nervös, nein. Okay, wir sollen hier zu der Tür. Ich lasse mich einfach mal führen, weil ist wie in einem Wimmelbildspiel. Können wir hier mit den Bildern was machen? Kann ich darauf jetzt einschlagen endlich mal? Das kann ich hier verwendet werden. Kann ich das hier verwenden, das Bild? Was kann ich denn mal mit den Gemälden machen? Ich wäre ja gerne den Pfeilen gefolgt, aber es ging irgendwie gar nicht, als ich rauskam. Ah, hier vielleicht. Vorschlaghammer und so. Hier, jetzt schön drauf. Ja, Mann. Immer drauf. Lass dich nicht verarschen. Die Mauer durchbrechen. Okay, das wollen wir jetzt schon wieder. Wir haben schon wieder einen Zettel gefunden. Da ist nichts drin. Nein, du hast ihn ja auch gerade schon aufgehoben. Untersuchen. Ich bin in der Nähe, Sam. Ich warte. Dö-dö. Ja, und kommt immer darauf an, von wo man das jetzt liest, ne? Von oben nach unten oder unten nach oben. Links, geradeaus, rechts, rechts, rechts. Na dann. Das klappt ja schon mal nicht. Hier kann ich nicht links machen. Ich würde das nämlich gerne direkt anwenden eigentlich. Rechts, 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 geradeaus, links. Dann so vielleicht? Nee, wir können nur zurück erstmal. Jetzt können wir das auch so rum machen. Na gut. Links, geradeaus, rechts, rechts, rechts. Links, geradeaus, rechts, rechts, rechts. Klappt das? Oder klappt das nicht? Können wir hier auch raufhämmern? Ich hämmer jetzt auf alle. Das kann hier nicht verwendet werden. Schade. Schade. Und ich wollte das letzte Mal wissen, ob hier noch eine Schublade ist. Ist es aber nicht. So, wir sollen wieder gehen. Ich mache das total falsch hier mit dem Pfeilefolgen anscheinend. Weil eigentlich sollte man das ja auch ohne das hinkriegen. Aber wenn man rauskommt dann...
Rechts, rechts, rechts? Ist das dann... Hä? Kommt immer drauf an, von wo man halt anfängt. Scheiße. Schön. Du musst dich in diesem Raum weiter umschauen. Da ist die Schmetterlingstür aufgegangen. Möchte da eigentlich gar nicht mich umschauen, aber muss ich anscheinend. Ew, Tasche? Mutter, bist du das? Wieso ist die Mutter in der Tasche? Was? Mutter, Tasche, oh. Meine Mutter hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden reden, aber ich mag dich. Mama? Bist du hier drin? Ich wünschte, sie würde mich besuchen. Ich habe sie schon lange, lange nicht mehr gesehen. Ich warte nicht gerne. Es ist langweilig, weil ich hier drin nicht so viel zu tun habe. Ich nörgel schon wieder zu viel. Aber ich bin froh, dass ich einen Besucher habe. Ich glaube, ich mag dich wirklich sehr. Na dann, du wirst dein Abenteuer jetzt fortsetzen, oder nicht? Aber wir werden uns wieder begegnen. Das ist ein Versprechen. Okay. Dein neuer bester Freund. Die Tasche. Die Tasche. Das war unser Freund, die Tasche. Können wir da nochmal die Tasche angucken? Sie lässt sich nicht öffnen. Oh Mann, oh. Aber es ist doch jetzt unser neuer Freund, die Tasche. Was ist das denn, ey? Eine Tasche. Okay. Na dann. War schön. Dann gehen wir mal wieder, ne? Oh. Warum sieht das jetzt hier so komisch aus? Hier sind ganz viele Türen jetzt in den ganzen Ecken. Oh nein. Wir gehen mal da, wo die weißen Flecken sind. Und dann gehen wir da nochmal. Und dann gehen wir da nochmal durch. Und dann gehen wir noch durch die Tür. Oh. Wir kommen tatsächlich irgendwo hin. Dann ins Nirgendwo. Toll. So, wir müssen bestimmt jetzt die richtige Kombi finden. Weiße Flecken. Wir nehmen mal die weißen Flecken. Weiße Flecken. Weiße Flecken. Und wieder zurück. Das hat ja richtig gut geklappt. Aber vielleicht klappt es ja jetzt mit dem Pfeilkram. Pass mal auf, du. Finde mich. Ja, kommt drauf an, geradeaus, links, links, geradeaus, oder ob wir das jetzt nehmen. Links, geradeaus, rechts, rechts, rechts. Wir versuchen es mal. Links. Geradeaus. Aber so viele Türen konnte man doch gar nicht nehmen. Oh. Oh. Aber fast. Aber fast anscheinend. Das knatscht dann auch so komisch. Irgendwas ist jetzt hier anders. Das macht dann so ein anderes Geräusch. Aha. Jetzt sind wir wieder zurück, ne? Du, das machen wir nochmal, das schaffen wir. Genauso wie mit dem anderen Augenrätsel, das schaffen wir. Vielleicht erstmal geradeaus, links, links, geradeaus. Machen wir mal erstmal so. Geradeaus. Links. Hä? Wieso ging denn das jetzt schon so schnell? Anscheinend war das jetzt schon... Ach Mann. Das war anscheinend die falsche Kombi. Dann war die schon besser, ne? Links, geradeaus, rechts, rechts, rechts. Links, geradeaus, rechts, rechts, rechts. Dann knarzt das auch so. Ich nehme mal jetzt links. Ah, das war nicht so gut, glaube ich. Jetzt hat es wieder geknarzt. Es knarzte jetzt so. Komm. Ah Mann, warum ist denn das nicht richtig? Wie ärgerlich. Aber wir kommen hier auch gar nicht mehr raus, oder? Doch, da muss es jetzt eigentlich mal lang gehen.
bin ich denn jetzt gelandet? Bin wieder ganz rausgegangen, ich Nase. Ja, jetzt knarzt es auch wieder so. Komisch. Es gibt bestimmt eine richtige Kombi, aber ich lande immer irgendwie da, wo ich vorher war. Na, so ein Zufall. Das war falsch. Jetzt bin ich wieder zurückgegangen. Ah, irgendwann werde ich die richtige Tür finden. Ja, ich probiere einfach mal ein bisschen rum. Aber ich glaube, es hat was mit den Pfeilen eigentlich zu tun. Die Frage ist nur, soll man beide Zettel jetzt benutzen oder nicht? Geradeaus, links, links, geradeaus hat ja eigentlich nicht funktioniert. Geradeaus, links, links, geradeaus. Ich versuch's nochmal. Geradeaus. Links. Geradeaus, links geht ja gar nicht. Da ist man ja direkt wieder zu Hause quasi. Geradeaus. Versuchen wir mal direkt mit rechts. Geradeaus rechts, da kommst du auch wieder einfach an. Das ist auch merkwürdig eigentlich. Geradeaus. Geradeaus. Funktioniert auch irgendwie nicht mehr. Bin jetzt verwirrt. Das ging doch auch am Anfang voll schnell. Da konnte ich doch mehrere Türen hintereinander nehmen. Links, geradeaus. Fangen wir mal mit links wieder an. Links. Geradeaus. Versuchen wir es mal wieder mit links. Und rechts diesmal. Ich glaube, wir kommen wieder nach Hause. Ja, wir sind wieder zurück. Ich versuche es einfach mal im nächsten Part und werde die richtige Kombi schon nochmal rausbekommen. Ich finde es komisch, dass man jetzt direkt irgendwie, wenn man nach den Pfeilen geht, gleich wieder zurückkommt. Aber okay. War am Anfang auch anders, aber weiß ich nicht. Vielleicht bin ich auch hier richtig gewesen und bin dann wieder falsch zurückgelaufen oder so. Ich schau mal, ne? Wir sehen uns im nächsten Part von Decay the Mare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!